Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei der Experimental Alpha 20 von 7 Days to Die in meiner ersten Nacht, Teil 2. Ich habe schon wieder irgendwo ein Zombie rumknuspern gehört. Irgendwas zumindest gehört. Jetzt habe ich aber auch so viel Holz verbraucht, dass ich keinen Ersatzknüppel mehr bauen könnte. Ich habe keine Pfeile mehr. Ich habe noch die zwei Knüppel. Und mein grundsätzlicher Plan wäre es jetzt, mich hier bis zum Ende der Nacht ruhig zu verhalten, beziehungsweise ich wollte ja immer noch genau, einen Skillpunkt vergeben. So, kann ich dich da irgendwo hinpappen? Hallo YouTube, schreibt er. So. Jetzt versucht sich irgendwo durchzuschlagen. Ich meine, solange das in das Gebäude rein ist oder so, soll mir das egal sein. Ich sollte mich auch nicht so nah an der Tür aufhalten. Ich meine, wo soll der Zombie reinkommen? Also der wird ja schon ziemlich lange brauchen, um hier alles kaputt zu schlagen. Ich glaube, ich habe hier eine relativ gute Position mir ausgewählt, zumindest solange keine Geier kommen. Könnt mir ja mal sagen, was ihr von dieser Location haltet, die ich mir hier ausgesucht habe. Gut. Was haben wir denn noch jetzt noch hier? Skillpunkte. Einen. Ich denke mal, wir gehen hier schon mal in Vorbereitung fürs Looten, glaube ich, mal ein bisschen in den Packesel, oder? Das ergibt durchaus Sinn, aber dafür muss ich erstmal so allgemeine Stärke, brauche ich hinter Attributstärke, dann, genau, da brauche ich jetzt aber erstmal wieder Skillpunkte. Was ist denn der Fritz Willi? Kommt der irgendwo rauf? Macht einen Haufen Zeug kaputt. Ich würde jetzt was drum geben, durch die Wände und durch die Decke gucken zu können. Oder ist direkt unter mir? Kann auch sein. Feral Sense, ne? Er weiß, wo er hin muss. So war das doch angesagt. Also mit ruhigen Nächten ist hier scheinbar nichts. Ansonsten könnt ihr mir ja gerne mal verraten, wie man hier eine ruhige Nacht hinbekommt. Solange es immer nur einer ist, geht das ja. Ne? Na komm. Da will ich mich ja gar nicht beschweren. Schlaf wird ja auch überbewertet. Shit. Und dann war das wohl nicht der Einzige. Hä? Die konnte mich doch gar nicht erwischen, oder habe ich das jetzt übersehen? Was ist das denn passiert? Die Nacht ist ja auch gleich vorbei. Wieder looten gehen. Mal schauen, wie weit wir kommen. Gut, ich glaube, ich schneide mal den Schnipsel raus, bis es wieder hell wird. Oder, naja. Also, ich schalte euch auf jeden Fall gleich wieder zu. Machen wir einen kleinen Cut an der Stelle. Es ist noch nicht ganz morgen, aber schon gibt es
schlechtes Wetter und wo verkriecht man sich am besten vor schlechtem Wetter? Genau richtig, auf Discord. Und wenn ihr mögt, stellt euch doch gerne mit unter auf discord.jasondax.de. Wir freuen uns über jeden neuen Insassen. So, jetzt Abbau und Looting Time. Ich denke mal, wir können uns hier ganz gut erwehren. Und der eine Zombie, der hier irgendwo noch rumläuft, über den ich gerade noch keuchen gehört habe, dem werden wir uns schon entgegenstellen können. So, ich würde jetzt mal... Was machen wir denn jetzt? Bäume fällen? Nachbarschaft looten? Aber wir machen das hintereinander weg. Bäume fällen, Nachbarschaft looten. Alles, was hier so geht. Es ist ja alles nicht weit weg. So, Bäume gehören alle mir. Systematisch. Erstmal draußen alles wegschlagen. Ich hoffe, hier hat sich keiner häuslich niedergelassen. Ansonsten beschwert euch gerne. Ist da oben ein Vögelchen? Auf dem Dach? Sieht so aus, ne? Ich muss mir das hier mal ein bisschen anders sortieren. So, eins. Zwei, drei. Ein Geier. Leider habe ich keine Pfeile mehr, um ihn abzuschießen. Ich sollte mich dem lieber jetzt erwehren. Nee. Ich glaube, ich habe immer noch keinen Knochen oder Knochen. Warte mal, kriege ich da vielleicht einen Knochen raus? Ja, sogar einen ganzen Haufen Knochen. Kann ich mir endlich das Knochenmesser machen? Aber auch Zeit. Oh, was ist das Fleisch? Bäh. Ekelhaft. Mal gucken, wie weit wir bis zum Blutmond kommen. Das könnte eine haarige Geschichte werden. Also finde ich schon hart. Okay, weil er nicht richtig fallen konnte, wird er ausgeblendet. So, wir haben auch Federn. Bedeutet, wir können auch Steinfallmunition herstellen. Wo haben wir denn eigentlich die Federn herbekommen? Achso, von dem Adler. Hundehütte lassen wir mal stehen. Falls hier jemand mit Hund einziehen möchte, bitteschön. Where of Ducks habe ich erst gelesen. Where of the Ducks. Könnte man hier nochmal das HUD ausmachen? Genau. Workshop-Bild für die. Beware of the Ducks. Nicht gut. Kann ich mir das merken, bis ich die Folge verarzte. Kriegen wir noch irgendwo Stein raus hier wahrscheinlich, oder? Ja. Das müsst ihr euch nicht antun, während ich hier den Vorhof aufräume. Deswegen sehen wir uns dann gleich wieder. So, der Vorhof ist einigermaßen aufgeräumt. Der Händler macht auch auf, aber heute wird nicht gequestet. Stattdessen renne ich jetzt einmal durch die Bude, wenn ich das hinbekomme. Lock die Zombies raus, vermöbel die. Danach gucken wir mal, was wir da drin so finden. Und eigentlich hat das Dorf so eine Größe, dass wir uns auch gut vornehmen könnten, das ganze Dorf zu looten. Oder? Was denkt ihr? Gute Idee? Yeah.
Was? Hierher. Yeah. Dass wir ein bisschen stärkeres Zeug bekommen. Oh, der richtig explodiert und wegzuckt hier. Zombies. Zombies. Darin kommen wir gar nicht weiter. Seht das? Läuft der Kühlschrank etwa noch? So, Kaffee. Das waren die Maschinen. Oh, ein Kochtopf. Das ist genau, was ich brauchen kann. Leerer Retro-Kühlschrank. So, Wrench, um das Zeug vernünftig auseinanderzunehmen. Schraubenschlüssel haben wir ja noch nicht. Nur verrottetes Fleisch. Toll. Es lohnt sich ja total. Das ist doch deutlich größer. Das kann ja hier nicht alles sein. Leerer moderner Herd. Ein bisschen eine Waffe wäre nicht schlecht, ne? Eine Waffe in der Küche. Richtig wegzukloppen, lohnt sich eigentlich erst, wenn man später die richtigen Werkzeuge dazu auch hat, ne? Obwohl so ein bisschen Stoff kann nicht schaden, von hier drin mitzunehmen. Da kommt Tierfellball raus. So kommt der Tierfellball raus. Okay, gut zu wissen. Es kommt bei einer Lampe raus. Ne, ich will Licht haben. Nee, das dauert alles viel zu lang. Okay, hier geht's weiter. Vorhang zerholzen. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Einer zu Hause? Niemand zu Hause. Warten die denn hier auf dem Server die ganze Zeit? Die vielleicht an gefährlicheren Orten als ich? Okay, da hinten geht's wieder raus. Was haben wir hier im Koffer? Plastikteile. So, jetzt mal hier alles durchsuchen. Oh, eine Sonnenbrille. Eine harte Karl-Sonnenbrille. Werde ich gleich mal gucken, was die kann. Irgendwo läuft ein Zombie rum. Außen wieder hinten. Okay, Kapuze. Das ist doch schon alles nicht so schlecht. Hm? War das die ganze Hütte schon, oder? Kommen wir noch irgendwo auf die Hütte drauf. Irgendwo leuchtet auf jeden Fall noch. Da! Was machst du denn da? Wo kommst du denn her? Tante Käthe. Ich nehme dich nicht in den Arm, das kannst du vergessen. Das ist auch schon die ganze Hütte, ne? Kasten leer machen.
Hier Erde zum Anpflanzen raus. Ich bin nicht so der Farmer, da bräuchte ich einen Partner dafür. So, da hinten kommen wir doch vielleicht rauf, oder? Kommen wir da rauf? Wollen wir mal gucken, wie es da oben aussieht. Machen wir hier also Holzgedöns. Holzform. Wird es zum Favoriten gemacht? Na ja, gut. Ist nicht das Schlimmste. Jetzt macht er wieder müde die Form hier draus, ne? Ah. Hunger. So, Shapes. Einfach ein Würfel. Essen und trinken. Ja. Kneipenschlägerei. Eisen- und Schlagringwaffe. Nutzen wir mal. So, essen und trinken. Eigentlich mehr gestorben, ne? Dann bräuchte ich das nicht. So, harter Kerl, Sonnenbrille. Erhöht die Standhaftigkeit. Gut, ziehen wir an und Kapuze. Rüstungswert. Jetzt Kältewiderstand und Hitzewiderstand. Was? Wieder die Kapuze tragen. Okay. Das funktioniert noch zumindest wie gehabt. Sich herauf zu stecken. Oh. Satellitenfernsehen. Ein muffiger Rucksack. Auf dem Dach. Aloe Vera, Heidelbeeren. Jetzt kann ich mal, was man hier alles so zusammenbauen kann. Ist auch kein schlechtes Dach, ne? Und wenn man jetzt nochmal so auf den Community-Plan gehen würde, so für den Anfang, ob wir das nun machen oder nicht in der Experimental. Und hier würde sich jemand einrichten, dann könnte man fürs Erste halt hier schon mal anfangen, eine Brücke rüber zu bauen. Und sich dann in verschiedene Richtungen hier ausdehnen und vielleicht, ja, das ganze Dorf zu überbrücken sozusagen. Das könnte mit dem Feral Sense in der Nacht sogar doppelt Sinn machen, dass man möglichst viel, ja, auf abgehobener Ebene machen kann. Aber gut, soweit sind wir ja noch nicht. So, leerer, muffiger Rucksack. So, die kann ich nicht einsammeln. Ach, die sind jetzt auch fest, ne? Ich muss wirklich... Das ist ja auch blöd, dass man die nicht mehr einsammeln kann. Es geht auch tatsächlich hier nur mit den Holzrahmenblöcken. Gut, dann schlage ich die aber wenigstens wieder ab, damit ich das Holz zurückbekomme. Wenigstens das... Ja, beware of the ducks. Und wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal und klingelt das Glöckchen, damit ihr eine dementsprechende Push-Benachrichtigung bekommt, wenn es soweit ist. Vielen Dank. Früh am Tag. Bringen wir jetzt erstmal die Beute zurück. Und dann würde ich sagen, was kommt denn hier raus? Irgendwas Besonderes? Oder nur Metall? Einfach mal ausprobieren. Man weiß ja nie, was sich da so alles geändert hat. Vielleicht auch an der Ausbeute von der einen Version zur anderen. Außerdem ist hier ja auch keiner mehr rauf. Hey, was war das nochmal? Das kann ich zerlegen oder behalten? Messingheizkörper. Was war nochmal besser? Zerlegen und dann einschmelzen oder gleich einschmelzen? I don't know. So, was da oben? Da ist noch so ein
Nest. Ich kann mir hier noch ein bisschen Stein abbauen. Aus dem Nest kommt ein Rucksack. Interessant. Gut, dann baue ich hier noch ein bisschen Stein ab, fälle ein paar Bäume und mache dann, ach gut, die Folge kann auch ruhig mal ein paar Minuten länger sein, und schneid euch mal raus, solange nichts Interessantes passiert. Bis gleich. Unten krauchen sie durch den Nebel. Einer zumindest mal. Kommt in unsere Richtung. Aber brauchen wir das? Nö. Ich habe so ein bisschen Material gesammelt, habe sowieso Hunger und Durst. Bring jetzt mal ein bisschen Zeug zurück in mein Lager. Und dann können wir ja bald mal mit Dorflooting anfangen. Oder was heißt anfangen? Weitermachen. So. Scrollchen sie denn schon wieder rum? Sag gar nicht. Wieder ganz in meiner Nähe oder im Haus? Wollte ich mich doch nur einmal schnell wegsortieren. Na komm, wo bist du denn? Und klopfst. Bist du drin? Dann kannst du nicht sein. Da ist keiner reingekommen. Aber wo bist du dann? Auf der anderen Seite? Irgendwo ein Durchbruch? Bin ich jetzt runtergekrabbelt? Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Ah, da. Klopft er auf der Rückseite. Den lässt sich nicht beirren. Aber überhaupt nicht. Hast du dich aber erschrocken, was? Ui. Ich war kurz vorm Wildwerden. Lieber nochmal richtig kaputt hauen hier. So, jetzt habe ich aber Ruhe, oder? Na komm. Du auch noch. Ja, wird sie beinahe ausgerutscht oder was? Das sehen doch mittlerweile alle schon ganz schön anständig aus, die Zombies, ne? Doch was anderes als diesen dusseligen Knüppel. Wo ist denn jetzt Ruhe im Karton? Danke. Was für eine Konstruktion hier. So, nochmal von vorne. Jetzt sortiere ich mich weg und wir sehen uns dann in der kommenden Folge wieder auf Loot-Tour durch das Dorf. Bis hierhin bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.